Filmst du mich, du Arsch? So, jetzt machen wir Chardonnay. Macron, nicht Macron, oder der Präsident. Macron. Südliches Burgund. War nie so meins. Fand ich immer langweilig oder zu teuer von den großen Winzer. Und dann habe ich den schon mal probiert. Vor einem Jahr, dann habe ich nicht mögen. Jetzt habe ich noch mal gekriegt, weil ich jetzt Zeit habe. Und fand ihn toll. Auch Chardonnay-Holz, aber die südliche Geschichte im Burgund. Brett Brothers fand ich ganz lustig, aber es ist wie so Instagram-Fotografen oder von Brett Pitt der Weingut, weiß ich nicht. Aber ist echt gut. Schauen wir mal. Dankeschön. Ich glaube, mit dem ganzen Klimazeug verändert sich das alles. Aber ich finde, was ich schön finde an diesem Wein ist, weil ich habe jetzt Zeit mit Corona, ich bin immer daheim und trinke jeden Tag auch eine Flasche Wein oder eine halbe. Was ich rausgefunden habe, was auch toll ist, ist Sesamstraße mit Wein. Also schaue ich jetzt immer. Und auch wieder der Grobi mit diesem Typen mit dem großen Kopf. Und der Grobi kommt ja immer und ist immer, der geht immer irgendwo hin, auf ein Baseballspiel oder irgendwas. Und der Grobi ist, kennst du das noch? Und der Grobi ist immer da und nervt. Und das fand ich ganz geil. Und wie gesagt, Sesamstraße und Wein finde ich super. Und wie gesagt, ich probiere jetzt daheim wieder die Dinger selber, in Ruhe, nicht im Restaurant, schnell, schnell, schnell. Und dann wieder keine Zeit. Und habe Zeit, die in Ruhe zu trinken. Und da war ich echt begeistert, weil ich was toll finde an diesem Chardonnay, dass er Säure hat. Also, dass er wirklich auch nicht fad ist. Und da sind wir auch, glaube ich, bei 20 Euro, vielleicht knapp drüber. Und für das ist es echt richtig gut. Und ist das der gleiche, den du vor einem Jahr probiert hast? Oder ist es ein anderer Jahrgang, wo du sagst plötzlich... Wahrscheinlich ist es ein anderer Jahrgang, aber 17 war jetzt auch nicht schlecht, das ist 18. Aber ist echt gut gemacht, gell? Finde ich. Aber warum schmeckt er dir jetzt plötzlich? Weil du Zeit hast und Gemüse, oder? Weil ich wahrscheinlich Zeit habe, ja, und weil ich muss. Also nicht schmecken muss, aber weil ich einfach daheim bin und Alkohol brauche. Um 5 Uhr. Zuerst früher hast du ja geschimpft gekriegt. Du kannst nicht jeden Tag Wein trinken und jetzt ist es okay. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht auch alles, muss ich sagen. Ja. Nee, ich finde ihn echt gut. Und es ist echt gut gemacht. Weil man kann es, ich habe viel getrunken. Immer so hin und her. Wenn man sagt, das ist günstige Burgund, da kriegst du was fürs Geld. Aber mir waren es oft zu plump und dann sowas, aber das ist echt super gemacht. Also, das ist glaube ich 18 und 18 ist halt schon über ein heißer Jahrgang gewesen. Wir haben 12,5 Alkohol geschafft. Ich finde es echt gut gemacht. Was sagst du? Ich meine, du hast jetzt diesen fetten Riesling und das hinterher, ich meine, der muss erst einmal bestehen können, weil der Riesling ist halt wirklich, das ist schon hübsch. Also sagen wir mal so, das strahlt schon und jetzt kommt das daher. Das ist ja genau das, was ich will. Der ist unaufgeregt. Der ist so, ja. Also ich würde mir den nicht merken wahrscheinlich. Es wäre jetzt keiner, wo ich hingehen mit der Kamera und mir ein Foto vom Label mache. Aber dir taugt das schon, oder? Es hat so Brause in der Nase. Ich finde das großartig. Hat nicht diese Frucht. Aber ich finde, wenn man Burgund trinken will und Preis-Leistung noch haben will, dann ist es einfach gut. Merkst jetzt, wie er zulegt mit der Säure. Das ist schon geil. Ich habe die Säure früher auch nicht so beachtet, muss ich sagen. Also es war immer für mich eher ein Störfaktor, weil ich halt einfach nur so drin gehabt habe. Und mittlerweile hat es ein gewisses Sexappeal einfach. Das ist schon geil. Also schon gut. Unter 20 Euro hast du gesagt? Vielleicht 20, vielleicht ein bisschen drüber, aber es ist so Burgund ja nichts eigentlich, weil heutzutage alles eigentlich teuer ist, weil es nichts gibt oder weil es der Chinese kauft. So einfach läuft das. Aber wir haben ja schon immer mal über Preise geredet oder was man ausgeben muss. Das heißt, fürs Burgund wäre das der Einstiegspreis. Ja, da geht ja oft mit 30 Euro was los. Du kriegst da günstige Sachen, wenn du einen Winzer kennst oder was, aber. Also ich finde es sehr gut und ich arbeite viel mit Wein. Ich verkaufe einige Flaschen übers Jahr. Preis-Leistungsverhältnis finde ich jetzt phänomenal, wenn ich meine. Ist das einer, den du im Lokal auch verkaufst oder ist das eher so einer? Ja, wer jetzt haben, wenn ich wieder aufsperre, wie gesagt, da sind ja viele neue Sachen, was wir probieren, was jetzt eine Packerl schon drin war, was wir verschickt haben. Aber ist einfach stimmig. Das ganze Ding ist einfach stimmig, finde ich.
Und welcher Anlass? Ist das ein Essen oder? Zurzeit, täglich, wenn man das Geld hat. Ja, genau. Bin schon super. Merkst du, wie er zulegt? Ich meine, das ist ja auch die Reihenfolge, du hast vorher diesen Riesling und jetzt das ist natürlich, der ist fett und jetzt hast du den hinterher, der muss natürlich auch gegenstehen, aber er schafft, aber der ist brutal salzig, brutal. Und die Mokons, wo ich drum habe, von den großen Weingütern wie der Maine Fleuve und alles sowas echt, dann auch richtig Geld kosten, fand ich das besser, weil das mehr Sprung hat, weil das mehr Säure hat, mehr nicht so plump ist. Aber wenn du dir das Essen dazu aussuchen würdest, das wäre was? Echt eine Scheibe Südtiroler Schinken, richtig geil, und salzig, Salz würde ich dazu essen. Einfach eine Scheibe jetzt Schinken oder Salami, aber ich Schinken hier, wahrscheinlich Schinken. Aber der Anlass ist momentan Corona und dass man daheim ist und ein Kind daheim hat, oder? Das ist wahrscheinlich der einzige Weinanlass momentan, was es gibt. Bin zwar echt glücklich und zufrieden, aber es ist natürlich schon etwas anstrengender geworden. Ja. Ja, bist du in die Schule gekommen? Echt? Ja, Schulaufgaben und Kinder daheim mit Homeoffice, wie es alle da jetzt schön reden, glaube ich, gar keinen Spaß. Wenn du dann sagst, du bist mit Englisch fertig und dann kommt eine Mathearbeit durch und dann sollst du ja noch Homeoffice machen und arbeiten und so. Das ist halt schon, glaube ich, richtig hardcore, oder? Nee, Brettbreiters machen gute Arbeit da. Ist echt gut. Oder? Schmeckt euch das? Bitte da mal so. Ich finde den lecker, aber ist wahrscheinlich wie bei euch mit dem Riesling, ich würde den mir nicht aufschreiben. Nee, um das geht es ja gar nicht. Es geht um das Ganze, was wir jetzt machen. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen, aber das ist rauf und runter. Also das ist kreuz und quer. Was ich ja drauf stehe, was mich immer alle beschimpfen, aber ich finde das gut, dieses kreuz und quer. Rauf und runter dringen, hin und her. Und dann kannst du unterscheiden. Das ist wie bei allem so. Du kannst. Das ist wichtig. Wir haben jetzt gehabt diesen Sauvignon Blanc, dann haben wir diesen Riesling, jetzt haben wir das geht halt hin und her. Weißt du, was ich meine? Das verändert deinen Geschmack. Du lernst jetzt gerade selber geschmacklich, sensorisch, brutal früh, ohne dass ich was machen muss. Das macht nur der Wein. Gibt dir aber gerade komplett recht. Und beim nächsten Wein wirst du das nochmal anders merken. Das steuert jetzt hin und her. Und dann, was dir taugt, das suchst du im nächsten Wein. Weißt du, was ich meine? Das ist wie wenn es jetzt mal Schluss hast mit der Frau oder mit der Freundin und dann die nächste, dann sagst du, okay, das mag ich nicht mehr haben. So ist es halt, wenn das geht. Das ist jetzt Weintindern, was wir machen praktisch, oder? Sozusagen. Mit der 1,50 Meter Abstand, wie geil ist denn das? Das sollen wir gleich vermarkten. Weil jetzt mag ich nicht mehr da. Das ist jetzt Schluss. Aber schon geil, oder? Weintindern. Das ist super gut, oder? Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht an Klotz Geheimnis gelüftet heute. Ja, lecker. Und der ist morgen gut, wenn es in dem Kühlschrank steht. Der ist übermorgen noch besser. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Punkt. Also Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich für wahnsinnig gut. Ja. Weil wir haben ja da damals doch Honigvogel, weißt und Sachen und Tiegler, das kostet ja 40, 50 Euro. Mhm. Das ist ja nicht die Kunst. Das kann jeder, ja. Also der Vino Verde finde ich für das Geld einfach unglaublich gut. Ist das einer, den du dir privat aufmachen würdest, wenn der bei dir zu Hause rumsteht? Habe ich jetzt getrunken, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Auch Vino Verde, alles eigentlich, alles, weil ich selber probiert. Wirklich. Aber nicht, weil du es probierst, sondern weil du sagst, jetzt. Weil ich es mag, weil es zum Essen gut ist. Ja. Weil ich gar keine Zeit habe, dass ich einen großen Wein trinke. Das mache ich mit euch heute. Das ist der erste große Wein seit einem halben Jahr wahrscheinlich, weil ich Zeit habe. Kannst du daheim vergessen, mit Kind. Und es geht immer schief, das weißt du selber. Was planst, das funktioniert ja nicht. Wie sie alle rumträumen, es funktioniert nicht. Nein, nein. Der andere weiß mit einem Kind nicht in der Schule. What's aber ich arbeite auf der Hanoa. Und sie hat Zwingelinge, hat sie gesagt, im Bauch. Sind drei und sie sind Zwingelinge. Geil. Das ist schon das Geilste, was mir passiert ist. Wie Frieda. Bin immer so auf Krawall gebürstet. Sie ist lustig, ja. Das ist der Hammer, das ist schon. Ja, was trinken wir jetzt? Ja, sehr gern. Ich suche was raus. Aber schon gut, oder? War schon. Aber das ist einer der
Ja, fordert das, heute, das, weißt du? Ja, absolut. Das Salzig, das macht total Sinn, aber ich merke, dass ich den nicht schnell trinken kann. Nee, musst du ja gar nicht. Da echt Zeit. Ja. Ja, aber das ist ja daheim. Wenn du ein Kind hast, du hast ja keine Zeit. Du machst einen Wein auf und kommst zum Essen, dann dauert es schon 10 Minuten, Viertelstunde. Dann sitzt das Kind am Tisch, dann heult sie, weil sie keinen Paprika auf der linken Seite will oder Tomaten rechts. Nervt sie. Ja, was geht's denn da? Weißt schon, oder man sitzt halt schief und die Puppe ist runtergeflogen. Das ist ja ganz eine andere Liga als früher, wo du sagst, okay, wir machen eine Kerze an, wir kochen und machen halt ein bisschen zacki-zack. Funktioniert ja nicht mehr. Und deswegen musst du halt, haben sich die Weine auch verändert. Die Weine müssen sich dem anpassen. Jetzt gerade. Und das mache ich halt. Und dann ist die Kunst, was zu finden, was bezahlbar funktioniert in dem Sinn. Und das ist genau das Richtige, weil der kann stehen im Stund im Glas, das ist wurscht, den kannst du warm trinken, der wird nicht schlecht. Ansonsten musst du ja zwischendrin mit diesem Vino Verde immer. Wie die Weinschorle in der Gastro. Wenn sie eine Weinschorle drungen haben, was sagt, das sind jetzt die fortgeschrittenen Alkoholiker. Die wollen nur Weinschorle trinken. Aber halt 18 Stück am Tag. Kennt man ja alles. Ja. Was haut man in die Weinschorle eigentlich rein? Ist das einfach der Billo? Bei uns ist eine Weinschorle ein Problem. Da kotze ich jetzt mal, weil bei uns nur teure Weine sind. Also selbst der Weinschorle-Wein kostet bei uns 6-7 Euro im Einkauf. Aber du schenkst der Weinschorle aus? Ja, aber nur mit gescheiten Wein, aber da verdiene ich halt null. Aber ist wurscht, ich mach's aus Prinzip. Ich mag's nicht, aber ich mach's. Und wir machen jetzt Vino Verde mit Eiswürfel, das ist viel geiler. Ja, das finde ich auch erstaunlich, muss ich sagen. Das, jetzt in dem Ganzen, ist es halt einfach gut und das ist der Punkt, um was mir geht. Für alle sind es gute Weine, aber es geht auch. Können einen Italiener noch probieren, aber einen Italiener, einen Bianco, das wirst du nicht glauben, der kostet 10 Euro, das ist richtig gut. So ein Cuvée aus der Toskana macht 120.000 Flaschen, also wirklich auch wenig, weißt du, das ist nicht dieses, ich muss jetzt auch wie die Politiker alle so reden, oder? Die machen eigentlich selber jetzt alle Gebärdensprache, also der andere hat gar nichts mehr zu tun, weil alle reden gerade so. Ich habe das nicht verstanden, wie das geht. Was sind denn die Abfüllgrößen für also wenn du viele Flaschen raushaust, was hat man dann? Motor Rothschild, 450.000. Ehrlich? Dom Perignon gibt gar nichts raus wie Rolex. Millionen. 450.000 Flaschen. Millionen? Ich weiß nicht, aber es waren damals schon 200.000. Da macht man ja einen Zweitwein noch, da macht man einen Drittwein. Man kauft ja nicht auf. In der Champagne, in dem kleinen Gebiet, wo soll das alles herkommen? In Rioja. Und aufgekauft. Deswegen war es mir wichtig, aus dem kleinen Gebiet was zu finden. Ein Champagner, der einfach wirklich nur 1.080 Flaschen macht. Krass. Ja. 400 Einwohner, also wieder zweimal angelangt. Dreimal. Fast. Ja. Aber das ist echt gut. Echt gut. Das geht's. Nee, die machen Millionen von Flaschen, machen die alle. Blinkt als Label und das war's. Glücklich. Aber ich find's halt auch geil, die Runde, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Interessant. Man jammert halt immer so auf dem Niveau wie vorher, weißt, wo ich halt auch immer, das ist besser, das ist schlechter, um das geht es halt jetzt gerade gar nicht. Es geht ums nackte Überleben und das ist eigentlich das Geile, dass man auf das runterkommt, was wieder ganz normal ist und ganz einfach ist eigentlich, was man eigentlich sich am wohlsten fühlt. Man will es halt nicht wahrhaben, weil man ist genervt, man hat weniger Kohle, aber eigentlich ist es der Punkt, wo es eigentlich auch gar nicht schlecht geht dabei, man kapiert es noch nicht. Weißt du, was ich meine? Man versteht es nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Jetzt gehe ich erst spieseln und dann kommt was. Ja.